Assassin's Creed hatte auf dem PC in der Vergangenheit so durchaus seine Herausforderungen zu bewältigen. PC-Fassungen kamen mal später, hatten dann aber immer noch Bugs der Konsolenversion. Das alles änderte sich 2017 mit Assassin's Creed Origins, das in vielerlei Hinsicht eine Parade-PC-Fassung war. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, ist das 2018 bei Assassin's Creed Odyssey genauso? Und wer könnte mir das besser beantworten als unser Hardware-Experte, Hardware-Chris? Hallo. Hey, Demi. Das ist dein offizieller Name, Hardware Chris. Hardware Chris, so steht es in der Geburtsurkunde. Du hast analog zu meinem Test ja mich kräftig unterstützend die ganzen Grafikkarten durchprobiert, die Assassin's Creed Odyssey auf dem PC im Detail angeschaut und ja auch schon einen Technikcheck dazu veröffentlicht. Aber ja, vielleicht wollen manche Leute nicht Tabellen wälzen, sondern lieber ein Gesicht sehen, ein schönes Gesicht sehen. Ja? Und deswegen bist du jetzt hier, um mir zu beantworten. Im ersten Schritt, wie rund läuft denn Assassin's Creed Odyssey auf dem PC? Ist das ein Bug-Fiasko? Ist das ein Assassin's Creed Unity? Oder gibst du da grünes Licht? Grünes Licht vorweg. Ich glaube, Assassin's Creed hat sich seit dem letztjährigen Origins da gerettet. Da haben wir schon einen richtig guten PC-Port aufgetischt bekommen. Und jetzt bei Odyssey habe ich, also in meinen, weiß ich nicht, 3-4 Stunden Spielzeit, keine Bugs oder Abstürze oder sonstiges festgestellt. Also es lief wirklich reibungslos. Also als Tester kann ich halt sagen, dass man kann sich schon ab und zu mal natürlich auf diese üblichen Open-World-Glitches einstellen. Und hier und da hatte ich auch mal einen Absturz. Wohlgemerkt, das war auch dann, glaube ich, noch vor dem Patch, der jetzt auch, es gab ja jetzt noch mal einen neuen Patch. Also die Version, die jetzt draußen ist, ist noch mal ein bisschen aktueller, ein bisschen bugfreier als die, die ich gespielt habe. Und die ich gespielt habe, war in meinen Augen schon ziemlich unbedenklich, was so Bugs betrifft. Aber das ist ja dann gut, dass du das auch unterschreibst. Aber du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ja, dein persönliches Highlight der Assassin's Creed Origins PC-Fassung war ja das Menü, das wir auch damals in einem eigenen Video gefeatured hatten, weil es eben so unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten hatte für ein PC-Menü. Wie sieht denn das bei Odyssey aus? Knüpft genau daran an, also jetzt auch von dem Bug-Fiasko sind wir schon geblieben und auch Odyssey orientiert sich bei Origins direkt am Grafikmenü. Ne? Wir haben vielleicht das Referenz-Grafikmenü aller AAA-Titel derzeitig. Also wir schauen uns ja viele Menüs an und ich glaube auch, wenn ich mir ein Spiel nicht anschauen würde, dann würde das irgendwie auf einem Weg mal zu mir geleiten, im Reddit irgendwo gepostet sein und dass man darüber stolpert. Aber dieses Menü, das ist immer noch ja, das Referenz-Grafikmenü an sich. Also wir haben Presets zur schnellen Konfiguration. Wir können alle möglichen Grafikoptionen, ich glaube 14, 15 Stück sind es, nochmal in unterschiedlichen Stufen dann feintunen. Dazu gibt es dann natürlich erstmal noch eine Beschreibung, ja, was macht Kantenglättung? Und es gibt auch gleich eine Vergleichsbilder, wie wirkt sich das aus? Und jetzt auch nicht nur im optischen Effekt, wir haben auch eine V-RAM-Anzeige rechts unten zu sehen, die uns dann nochmal zeigt, okay, wird der Videospeicher der Grafikkarte jetzt überlastet oder nicht? Und dann, wenn du direkt im Live-Spiel drin bist, in-game, und dann das Menü öffnest, dann hast du auch so eine kleine Performance-Anzeige, ja, wie sich jetzt die jeweilige Grafikeinstellung nochmal auf die Performance auswirkt. Ja, ob wir jetzt dann wirklich in den FPS-Keller rutschen oder ob es noch richtig schön rund und flüssig läuft. Und was ich ja persönlich sehr cool fand, war, dass sie jetzt auch verschiedene Speicherslots eingebaut haben. Das ist natürlich jetzt nur am Rande ein Hardware-Technik-Bereich, aber das ist, finde ich, für eine PC-Fassung, dass es ein funktionierendes Quick-Save gibt, ein Quick-Load und mehrere Speicherslots. Also ich weiß noch, Assassin's Creed Unity, da gab es, glaube ich, gar keine manuelle Möglichkeit, deinen Spielstand zu löschen. Das heißt, du musstest das in den Ordnern oder irgendwie in der Cloud machen, damit du neu anfangen konntest. Und jetzt gibt es, ich glaube, 10 Speicherslots und eben den Quick-Save und den Quick-Load-Slot. Und du kannst, es gibt natürlich diese Autospeicherfunktion, das heißt, wenn man jetzt mal vor einer Festung steht und sagt, ey, ich möchte jetzt, habe jetzt alle Gegner markiert, habe die extra auf die Nacht die Zeit geskippt und möchte jetzt da reingehen, kann ich vorher abspeichern, was ich sehr cool finde. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, an dem PC-Menü gibt es nichts zu meckern. Es gibt immer noch Luft nach oben. Mhm. Ja, also vielleicht würde ich mir noch ein bisschen ausführlichere Beschreibungstexte wünschen, vielleicht noch mehr Freiheiten. Ich glaube, der Tessellationsregler ist weggefallen, ersatzlos weggefallen. Werden jetzt wahrscheinlich nicht viele vermissen, aber wenn was wegfällt, dann frage ich auch gleich, warum. Ich glaube, sie haben auch was hinzugefügt, das ist FreeSync HDR. Das betrifft dann alle Grafikkartennutzer von AMD und einem FreeSync-tauglichen Monitor. Die könnten dann eventuell so ein HDR-Feature noch nutzen. Aber sonst gibt es einfach wirklich alles. Ne? Ich glaube, du hast auch noch einen Frame-Lock, kannst du dir einstellen, auf 60, 120 etc. Ich weiß aber nicht, ob du dir die FPS anzeigen lassen kannst. Vielleicht wäre das auch noch eine Option. Ich mache das meistens immer noch über ein externes Tool. Ja, weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf. Aber wir werden das rausfinden. Das steht bestimmt in deinem Technik-Check, oder? Ich
glaube nicht. Okay, dann machen wir einfach jetzt weiter. Genau. Und reden über das, was eh alle wissen wollen. Die Performance. Wie schlägt sich das Spiel denn? Ja, bei der Performance muss ich kurz mal bei zur Optik noch mal eingrätschen. Das ist so, ich habe den Stefan vom Candyland gefragt, der setzt sich mit Grafikvergleichen hauptberuflich auseinander und ihn mal gefragt nach ein, zwei Spielstunden, du merkst du einen wirklichen Unterschied? Und er so, nee, eigentlich eher nicht. So, es sieht immer noch gut aus und Origins sah wirklich letztes Jahr richtig gut aus und auch Odyssey sieht richtig gut aus, aber wir haben so, ja, so nach einem Jahr kann man noch vielleicht so ein, zwei, drei, viele, drei, vier Features einbauen, die vielleicht die Grafikkarten, die Grafik noch so ein bisschen anheben und die Grafikkarten ja auch noch weiter fordern. Beim Wasser ist mir das aufgefallen. Das sieht ein bisschen realistischer aus. Das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Liegt wahrscheinlich auch an dem antiken Griechenland und den vielen Inseln. Da kommt das natürlich dann auch besser zur Geltung. Und ich glaube, im direkten Vergleich, da merkst du schon einen Unterschied. Beim Wasser, sonst allgemein, wenn ich irgendwie mit Icarus über die Landschaften Griechenlands fliege oder mit dem Pferd durch die Landschaften reite, dann habe ich da eigentlich keinen Unterschied gesehen. Aber es sieht wirklich toll aus. Und zur Performance müssen wir sagen, die ist, Odyssey ist fordernder. Also so 10-20% pro Grafikkarte, je nach Modell, unterscheidet sich das dann leicht, ist es doch fordernder geworden. Und in UHD, ich nehme jetzt einfach mal die Auflösung, in der eh die wenigsten Leute spielen. Also in UHD reicht auch keine 1080 Ti mehr. Also dann haben wir im sehr hohen Preset, nicht Max-Details, im sehr hohen Preset haben wir da flüssige Bildraten, aber wir erreichen nicht die 60 FPS und die sind zum Beispiel auch nicht mit der ganz neuen 2080 Ti drin. Das ist ein bisschen schwierig. In den unteren Auflösungen Full HD und WQHD sieht es ein bisschen besser aus, aber da brauchen wir also in Full HD mindestens eine Grafikkarte mit 4 GB Arbeitsspeicher, Videospeicher. Klar, du kannst auch weniger haben und dann auch, natürlich auch die Settings runterschrauben, aber wir haben jetzt einfach mal das Preset sehr hoch genommen und da wäre eine RX 580 und eine GTX 1060 ganz hilfreich. In WQHD brauchst du auf dem Preset-Level 6 GB VRAM und dann darf es auch schon eine RX Vega 56 sein oder eine GTX 1070 und dann, wie gesagt, in 4K-Auflösung so viel wie geht. Denkst du, dass das was ist, was man mit den Patches noch ein bisschen geglättet bekommt in den Wochen nach Release? Also ein bisschen wahrscheinlich schon, aber dass es hungriger bleiben wird als Origins, davon gehe ich eigentlich mal aus. Okay, das heißt zusammenfassend, was würdest du sagen, ist unser Fazit, wenn man Performance und die gebotene Qualität und das alles zusammenfasst, wie würdest du Odyssey einschätzen? Vielleicht so ein Tick unter Origins, weil Origins hatte echt immer gesagt, ich präsentiere eine richtig tolle Open World und ich bin fordernd, ich bin verdammt fordernd schon. Und Odyssey setzt da jetzt nochmal einen drauf, ohne jetzt nochmal diesen Wow-Effekt nochmal zu wiederholen. Aber es ist ja trotzdem noch ein gelungener PC-Port bzw. eine gelungene PC-Fassung mit den ganzen Menüeinstellungen und so weiter. Auf jeden Fall. Okay, gut. Das ist doch hier mal ein sehr umfassender Eindruck von dem Hardware, Chris. Dann danke ich dir, dass du hier warst und uns ein bisschen einen Überblick gegeben hast. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt über die PC-Technik, über die PC-Hardware von Assassin's Creed Odyssey, dann schaut einfach auf games.de vorbei. Wir werden natürlich auch haufenweise Dinge verlinken unten in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video. Der Chris wird es alles beantworten. Ja, der wird den ganzen Tag nichts anderes machen, als es zu beantworten. Und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.